Pusteblume. Ich habe Urlaub. Und da bin ich einfach mal ans Meer gefahren. Ich war früher schon mal hier. Aber viel hat sich gar nicht verändert inzwischen. Das Land ist noch genauso flach wie früher. Es gibt immer noch Gänse und Schafe. Nur nicht so viel Pferde gibt es mehr. Dafür gibt es mehr Straßen und mehr Autos. Naja, so, ich möchte noch ein Stückchen weiter jetzt, direkt ans Meer. Ja, es sieht alles noch so aus wie früher. Auch die schwarz-weißen Rinder stehen hier noch auf den Marschwiesen. Eine ganz besondere Rasse, die viel Milch gibt. Die Schafe halten das Gras auf den Deichen kurz und geben Fleisch und Wolle. Und dann die schönen Friesenhäuser. Weiße und rote Klinkerbauten mit Strohdächern. Die Kinder, die hier wohnen, werden später sicher Bauern, Fischer oder Seeleute. Windmühlenmodell. Das ist hübsch. Das muss ich mir mal näher anschauen. Ja, schön ist die gemacht. Und die funktioniert sogar. Ja, dreht sich. Ja, hier muss wohl früher eine gestanden haben. Eigentlich schade, dass die... Ach nee. Da steht sie ja noch. Die große. Und funktioniert sogar. Dreht sich noch. Ja, die arbeitet noch. Und alles ohne Strom. Da oben ist kein Motor drin. Nur der Wind dreht das. Dieser Müller braucht keinen Motor mit elektrischem Strom. Er hat ja den Wind. Und ich habe mir ein Auto mit Dieselmotor geliehen, das viel Benzin spart. Das Meer ist jetzt nicht mehr weit. Und die Wiesen hier müssen durch Entwässerungsgräben trocken gehalten werden. Schönes Hotel, nicht? War ich früher schon mal. Aber das kann noch warten. Jetzt gehe ich erst mal schwimmen. Und jetzt geht's den Deich hinauf, der das Land gegen das Meer schützt, das gleich dahinter liegt. Typisch. Immer wenn ich komme, ist das Meer weg. Ist Ebbe. Aber das Wasser kommt ja auch wieder. Irgendwann mal ist Flut. Da könnte ich doch in der Zwischenzeit ein bisschen im Watt spazieren gehen. Ja, das mache ich. Dieser Matsch hier, das ist der Meeresboden. Und wenn bei Ebbe das Wasser weg ist, dann heißt da Watt, das Wattenmeer. Und es macht einen Heidenspaß, da drin zu laufen. Ach, das ist ein richtiges Wrack. Da gibt's doch sicher was zu entdecken. Da muss ich mal hin. Der Meeresboden ist nun mal nicht trocken. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Ein bisschen gruselig ist es hier. Was das wohl war? Ein Piratenschiff? Womöglich liegen da unten noch die Gerippe ertrunkener Seeleute. Hoppla! Naja, vielleicht ist es auch nur ein gestrandeter Fischkutter. Hier fehlen schon alle Decksplanken. Wie sieht's denn wohl da unten aus? Dunkel. Da unten im modrigen Dunkel ist es doch etwas unheimlich.
Da muss man sich selber Mut machen. Moment mal, wo kommt denn die Musik her? Hey, was ist denn da los? Mitten im Watt? Na, da muss ich doch mal hin. So wie ich verbringen viele tausend Menschen aus unseren großen Städten ihre Sommerferien hier am Meer, um sich zu erholen. Hier im Watt sieht man viele dieser lustigen Häufchen von Prielwürmern. Das Watt lebt. Es ist mit seiner reichen Nahrung die Kinderstube vieler Fischarten. Das muss das Wattlaufen sein. Da trifft sich Jung und Alt mitten im Watt. Da gibt es Musik und lustige Spiele. Das Spiel hier kennt ihr sicher. Du musst doch noch Vieh finden. Da muss noch Vieh frei sein. Auch wenn du groß bist, kannst du es schon. Bitte schön. Steigst du aus, ja? Der Mann da hinten, das ist der Wattführer, der aufpasst, dass sich keiner verläuft. Ein kräftigen Applaus für die Sieger. Und das hier gehört auch zum Programm. Ein Marsch zur Flutgrenze, da wo das Wasser noch steht. Ganz schön weit draußen. Hier ist das Meer natürlich noch nicht sehr tief. Und jetzt kommt die beliebte Watttaufe. Das ist ein alter Brauch. Sowas ähnliches wie die Äquatortaufe bei Seeleuten. Alle kriegen noch einen Luftballon. Es ist ein richtiges Kinderfest. Man geht bis an den Rand des Watts. Und wenn mit Einsetzen der Flut das Wasser wieder steigt, macht sich Jung und Alt wieder auf den Heimweg. Natürlich mit Musik. Hände und Füße waschen, ja, das ist gut. Das habe ich auch nötig. Ach, die Kutter kommen. Die Fischkutter, die kenne ich noch von früher. Damals hatten sie noch lautere Motoren. Und auch heute leben viele Menschen hier vom Fischfang und von der Fischverarbeitung. Jetzt ist Feierabend und alle Kutter fahren in den schützenden Hafen ein. Jetzt wird festgemacht. Und nun wollen wir doch mal sehen, wie der Fang heute war. Ah ja, Plattfische. Ganz frische Schollen. Außerdem werden hier noch Seezungen, Steinbutt und Dorsche gefangen. Und sie werden auch gleich verkauft. An Kurgäste, an Einheimische und an die Gastwirte. Nirgendwo sonst kann man so billig Fisch kaufen. Und so fangfrisch, direkt aus dem Meer. Ja, ist richtig. Jo. Kannst du passen? Ja. Wunderbar. Hallo, Captain. Na, guten Fang gemacht? Oh, man ist zufrieden. Ja, schön. Aber Moment mal, ich sehe gar keine Fische. Fische haben wir nicht, nur Krabben. Ach, Sie fischen nur Krabben? Ja. Ja, hier, richtig. Na ja, das ist auch was Feines. Aber sagen Sie mal, wie fischen Sie die denn? Mit dem Netz, am Grundnetz. Ach so, mit diesen Netzen hier? Und das läuft dann unten am Meeresboden lang? Ja, das ist ja interessant, das würde ich mir ja gerne mal ansehen. Ja, dann müssen Sie morgen früh 2:30 hier sein. Können Sie so früh aufstehen? Um 2:30 mitten in der Nacht, fahren Sie schon los? Ja. Ja, gut, also wenn ich aufwache, dann komme ich. Ja, klar. Am nächsten Morgen war ich rechtzeitig auf dem Krabbenkutter.
Moin. Morgen. Es war noch dunkel, als wir aus dem Hafen ausliefen, aber der Captain kannte seinen Weg. Wir waren auch nicht allein. Da waren noch andere Kutter auf ihrem Weg zu den Fanggründen. Als das Netz dann zum ersten Hohl, also zum ersten Fang, hinunterging, war die Sonne immer noch nicht aufgegangen. Jetzt hieß es erst einmal langsam weiterfahren und warten. Das Netz glitt dabei über den Meeresboden. Eine halbe Stunde später. So schön hatte ich einen Sonnenaufgang noch nie erlebt. Ja, Captain, du bist ja schon ein bisschen heller geworden. Jetzt kann man was erkennen hier an Bord. Aha, das ist das Steuerrad hier. Nicht? Ja, damit steuern Sie das Ganze. Ist doch wie beim Auto. Ja. Rechts, links, nicht? Oder ja, Backbord-Steuerbord. Backbord-Steuerbord, genau. Und das da ist der Kompass, nicht? Aha. Das ist unser Wegweiser. Genau, ja. Ja, ist alles deutlich drauf zu erkennen. Manchmal hat sich das von alleine bewegt, nicht? Ja, das ist Selbststeuer. Das ist Selbststeuer. Aber Sie müssen auch schon mal selber ab und zu. Ja, hier drinnen mache ich das lieber mit der Hand. Ja, 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 sicher. Es kann ja auch mal sein, dass Sie irgendwo auflaufen, nicht? Ja. Also Sie müssen schon aufpassen, nicht? Ja. Hier darf man nicht weglaufen vom Steuerrad. Sie und Ihre Männer müssen ja ganz schön hart ran hier, nicht? Wie lange arbeiten Sie eigentlich am Tag? Das ist verschieden. Wir haben 12 Stunden, 24, verschieden. 12, 24 Stunden hintereinander? Ja. Und wie oft holen Sie dann so ein Netz hoch? 10 bis 12 Mal. 10 bis 12 Mal. Eins frage ich mich ja, woher wissen Sie eigentlich, dass unten die Krabben sind, wo Sie fischen müssen? Das ist mit einer Glückssache, nicht? Man kann nebeneinander fischen hier mit der Kollege. Ja. Der hat eine Masse drin und wir nicht oder umgedreht, nicht? Aber Sie haben doch so eine Nase dafür, wo welche sein können. Da muss die Praxis mehr zeigen. Ja, genau. Und kommt es dann auch mal vor, dass überhaupt nichts drin ist im Netz? Ja, das kommt auch vor. Ja, komm. Jetzt aber ist es soweit. Der erste Hohl. Das Netz wird an Bord gehievt. Mit diesen starken Winden hier. Nanu? Nichts drin? Das hier ist das Ende des Netzes. Der Netzbeutel. Und da ist ja was drin. Da kommt das zweite Netz. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Der Kollege, der hat seine Netze noch unten. Aha, die Krabben. Da ist aber noch eine Menge anderes dabei. Ach Gott, so eine kleine Scholle. Die müssen doch wieder rein ins Wasser, ne? Kommen die auch. War das ein guter Fang eben? Aber ich weiß ja nicht, was sie überbleiben. Das wird ja gleich zu sehen. Aha. Ach ja, das wird ja jetzt erst sortiert. Ja. Jojo, so kleine Fische. Das hier ist der Beifang. Krabben und kleine Fische, die noch wachsen müssen. Die kommen zurück ins Meer. Wenn die Möwen sie nicht vorher erwischen. Die Krabben werden erst einmal gekocht. Ja, es gibt hier an Bord einen richtigen gasbeheizten Kochkessel. Schon nach 5 Minuten haben sie die bekannte rosa-braune Farbe. Und jetzt wird noch einmal all das aussortiert, was nicht hineingehört. Und so sehen die frisch gekochten Krabben aus. Der riesige Möwenschwarm ist ganz gierig auf alles, was wir über Bord geben. Und jetzt würde ich dazu gerne mal ein paar davon essen, weil ich esse die gerne. Bloß, das ist immer so schwierig, die hier rauszuholen. Hat wieder nicht geklappt. Wie machen Sie es denn? Das ist so ein ganz Kniff, du bist dabei. Ein Kniff, ja? Ein Stück.
Ja. Den kann man ziehen. Aha, hier drehen. Ja. Und ziehen. Ja. Na? Ah ja, genau. Da ist der Schwanz. Und dann setzt man hier ein bisschen drauf. Da drauf drücken. Ja, und ja. Jetzt kann man ziehen. Na, das hat auch nicht geklappt. Nee, bei mir hat es auch nicht geklappt. Nee, so kann man nicht satt werden. Muss man üben, ne? Ja, muss man üben. Ja. Na, nochmal. Also, hier drehen. Ja. Und ziehen. Also, ziehen. Ja. Ja, der wird was. Ja. Und frisch ist er. Weiter zum nächsten Hohl. Captain, da ist was passiert. Da sitzt einer auf einer Sandbank und kann nicht wieder runter. Der scheint in Seenot geraten zu sein. Gucken Sie mal. Den müssen wir doch retten. Können wir den nicht runterholen? Ja, das ist ein Windsurfer. Nein, den können wir nicht holen. Dann rufen wir das Rettungsboot. Ja, wieso können wir da nicht näher ran? Wir haben so einen großen Tiefgang. Ach so, da würde das Boot auflaufen. Ja. Ah ja. Ja, holen wir das Rettungsboot. Ja, rufen wir das Rettungsboot. Rettungsboot Katschke, Rettungsboot Katschke ist Fischkutter Maike, liegt ein Windsurfer auf dieser Position 1475, bitte kommen. Wollen wir noch lange aushauen, dann haben wir auch Hochwasser heute Abend nicht mehr, wa? Das ist ja ein Mädchen mit dem Surfbrett, die wird sich zu weit rausgetraut haben und jetzt hat sie keine Kraft mehr zurückzusegeln. Jetzt wird es aber Zeit, die Flut kommt, glaube ich. Ja. Ja, da kommt er. Der Rettungskreuzer. Er kommt, Captain. Eigentlich ist er ja für echte Seenotfälle bei schwerem Wetter gedacht. Aber im Sommer kümmert sich der Rettungskreuzer auch um Touristen und Wassersportler. Ach, der lässt ein Beiboot ab. Da geht hinten einfach eine Klappe auf. Ja. Dieses Beiboot ist sicher genauso unsinkbar wie das Mutterschiff. Und oft die einzige Rettung bei Seenot im flachen Wasser. Ja, jetzt ran an die Sandbank. Ja. Na, das ist gerade noch mal gut gegangen. Das steht ja fast unter Wasser schon. Ja, jetzt haben sie sie. Und das Brett kommt auch mit, ja. Na, hoffentlich geht alles gut. Ja, jetzt wird auch klar, dass das Mädchen Mast und Segel verloren hat. Und zurück zum Schiff, ja. Ah ja, jetzt wird's an Bord gezogen. Sehr praktisch. Das ist ja wohl noch mal gut gegangen, Captain, ne? Tja, hat Glück gehabt. Jetzt wird unsere Schiffbrüchige erstmal einen heißen Tee bekommen. Sie hat noch mal Glück gehabt. Eine halbe Stunde später hat der Wind mächtig aufgefrischt. Ich fürchte, aus dem nächsten Hohl wird nichts mehr. Es ist zu stürmisch. Die See ist zu rau. Bei dem Seegang lassen sich die Netze nicht richtig führen. Also hoch damit und zurück zum Hafen. Der Kollege macht's genauso. Die Fangreise wird abgebrochen. Die See wird immer rauer. Volle Fahrt nach Hause. Klar machen zum Einlaufen in den Hafen. Der Jungfischer holt die Netze ein und der Captain und der dritte Mann an Bord sorgen für Ordnung auf Deck. Ich habe inzwischen ein paar Krabben gepult. Eine ganze Handvoll.
So, im Hafen ist das Wasser schon wieder ruhiger. Und jetzt kommen auch die anderen Kutter zurück. Viel gefangen hat heute ja keiner, denn es ist noch früh am Tag. Trotzdem, für mich war diese Seereise aufregend genug. Und müde bin ich auch, denn ich bin ja immerhin seit 2 Uhr nachts auf den Beinen. Ja, Captain, dann auf Wiedersehen und vielen Dank auch. War eine interessante Reise. Am nächsten Morgen wollte ich eigentlich baden gehen, aber es war wieder nichts. Es war kalt und windig und so bin ich einfach im Watt spazieren gegangen mit dem Friesennerz. So nennt man diese gelben Öljacken. Was denn du hier? Ja, bleib doch mal da. Das ist ja ein Seehund, ein kleiner Seehundbaby. Ganz alleine hier am Strand und ganz verlassen. Die Mutter muss ihn verloren haben oder was? Ach, was mache ich denn jetzt? Ich muss ihm helfen. Ja, komm doch mal her. Das Beste wird sein, ich bringe ihn zum Hafen. Ja, wird man ihm vielleicht helfen können. Ja, wollen wir mal. Und ich hatte Glück. Der Mann da oben kannte den Weg und die Meeresstation war ganz in der Nähe. Guten Tag. Tag. Sagen Sie, bin ich hier richtig? Ich habe den Kleinen hier gefunden draußen im Watt. Ja. Und da hat er mir gesagt, Sie könnten was für ihn tun. Ja, das können wir. Ja? Ja, wollen Sie vielleicht mal, was machen Sie jetzt mit ihm? Der wird jetzt ins Becken gesetzt, da haben wir noch mehr von der Sorte. Aha. Und dann werden wir versuchen, ihn groß und stark zu machen. Und dann setzen wir ihn wieder ab. Aha. Kommt das öfter vor, dass die Kleinen so alleine am Strand rumliegen? Ja, das ist ein sogenannter Heuler. Ein Heuler? Ja, und zwar heute aus dem Grund, weil er Hunger hat. Ja, und warum ist die Mutter nicht dabei gewesen? Das hat mich schon gewundert. Hat die ihn aus den Augen verloren oder was? Die haben sie verloren drauf. In der See. Ja. Oder eben bei Zwillingen, da jagt sie zum Beispiel ein Kind weg. Aha. Und das lässt sie einfach liegen da? Das lässt sie einfach liegen. Ja, und wenn man ihn dann nicht mitnimmt und nichts für ihn tut, dann würde er... Dann würde er verhungern. Ja. Da bin ich aber froh, dass es sie gibt hier. Und ich bin froh, dass Sie ihn gefunden haben. Und Sie haben noch mehr davon. Kann man sie sich mal angucken? Das können Sie natürlich. Kommen Sie mit. Ja, gerne. Danke. Sie meinen, Sie kriegen ihn durch? Natürlich. Gut. Was frisst er denn jetzt eigentlich? Er wird die ersten 8 Tage ungefähr die Flasche bekommen. Die Flasche kriegt er? Ja. Aha. Und dann bekommt er kleine Fischstückchen. Ja. Anschließend kleine Fische und dann eben Heringe, bis er eben im Herbst dick und fett ist. Ja, Frau Müller. Ja, bis jetzt ist er ja nur an die Mutter gewöhnt. Wie wird er denn die Flasche überhaupt nehmen? Das wird er lernen. Schlagsahne bekommt der Kleine hier. Denn die Seehundsmilch ist auch ganz besonders fett. Tja, und das Trinken muss er tatsächlich lernen. Die älteren Heuler kriegen schon kleine Fischstückchen. Nach der Mahlzeit werden die Babys gewaschen, wie bei uns. Noch ein bisschen ungeschickt. Die sind schon länger hier und bekommen ganze Fische. Ein Schläfchen nach dem Essen. Tja, recht gut erholt sehen die Heuler hier schon aus, nicht? Und wie geht's denn dann weiter? Irgendwann muss er doch wieder raus ins Meer. Die werden Anfang Oktober an Fischkutter verladen. Und wo lebt er dann draußen? Einfach so im Wasser? Das gibt sogenannte Seehundsbänke, wo rudelweise die Tiere leben. Ach, das möchte ich mal sehen. Kann man da nicht mal rausfahren? Das kann man machen. Es gibt hier einen Seehundsjäger und der hat auch ein Boot. Und den können Sie mal fragen, der nimmt Sie bestimmt mal mit. Das werde ich mal machen, da fahre ich mal mit raus. Füttern Sie mir schön in der Zwischenzeit. Ich schaue dann später nochmal rein, wie er sich gemacht hat. Tschüss. Machen wir. Schönen Dank, Wiedersehen. Ich habe mich also für den nächsten Tag mit dem Seehundjäger verabredet. Am Nachmittag sind wir ausgelaufen. Eigentlich ist der Herr Walter, so heißt er, gar kein Seehundjäger mehr, sondern ein Heger, ein Wächter,
der sich um die Seehundrudel kümmert, der sie zählt und der darauf achtet, ob sie alle gesund sind. Ich habe gehört, Sie sind Seehundjäger. Ja, darf man denn Seehunde überhaupt jagen? Das ist doch sicher verboten. Ja, Seehunde jagen, so wild, das ist verboten. Ich meine, da ist eine bestimmte Abschussquote, falls zu viel Seehunde werden. Ach, falls es zu viel werden? Falls zu viel. Jetzt im Moment schätze ich, dass hier im Wattengebiet, Lister Wattengebiet, wohl um die 150 Seehunde sind. Ne? Ist das schon zu viel? Ja, aber die stören doch nicht. Ja, doch, die machen viel an den Stellnetzen kaputt und die fressen viel Fischzeug weg. Ne? Ach so, da haben die Fische also nicht mehr genug Fische. Nein, dann, ja. Das merkt man auch deutlich. Die fressen also bis ein Drittel ihres Eigengewichts am Tag an Fisch. Und da sind Seehunde bei, die so um die 200 Pfund wiegen. Also das wären 70 Pfund Fisch pro Tag. Und das bei 150 Stück, ich meine, haben nicht alle so viel. Ja, das ist eine ganze Menge. Also sagen Sie, kann man die nicht schon sehen? Da hinten ist doch schon die Robbenbank, ja, nicht? Dort hinten, wenn Sie sehen, aha, auf der Sandbank. Darf ich mal? Ja. Ja, danke. Diese schwarzen Punkte, ja. Ah ja, ja, jetzt kann ich sie sehen. Das sind sie. Ja, richtige Seehunde. Kann man da nicht näher ran? Ja, da können wir ein bisschen dichter ran. Wir könnten ja mal versuchen, uns ranzurobben. Ja, sehr gut. Stefan, halt mal auf die Sandbank zu. Das hier ist sein Sohn Stefan. Der ist 11 Jahre und will Fischer werden. Ganz langsam fahren wir jetzt näher ran und lassen uns mit der Strömung treiben. Einige bekommen es mit der Angst, aber andere bleiben einfach liegen. Als wir an der Rückseite der Sandbank angekommen sind, setzt Stefan das Schiff auf den Strand. Und jetzt beginnt das Abenteuer. Vorsichtig, da hinten sind sie. Bücken. Noch tiefer runter. Ja, so. Ach, die halten uns jetzt für Seehunde. Ja, dann müssen wir bloß so gut robben. Ja, ja. Jetzt sind sie weg. Das wurde nichts. Ja, toll, so nah war ich ja noch nie dran an Seehunden. Ja, das freut mich, dass es noch so gut geklappt hat, Herr Lustig. Aber wir müssen jetzt wieder zurück. Die Flut kommt langsam. Oh, schade. Schaffen wir es nicht mehr. Ja, na, dann müssen wir wohl. Ja, müssen wir los. Aber mächtig neugierig waren sie doch, unsere Seehunde, während wir zum Boot zurückkehrten. So neugierig wie ich, als ich gleich im Hafen nochmal zu meinem Heuler ging. Schönen guten Tag. Was macht denn mein kleiner Heuler inzwischen? Dem geht das gut. Aha. Ach ja, geben Sie mir doch nochmal. Ach, sicher. Da ist er ja, ja, richtig. Ja, mein Kleiner. Ja, gut sieht er aus. Hat sich gut eingelebt, ne? Ja. Eigentlich sieht er fast so aus wie ich, ne? Jo. So, nun ist auch genug für heute. Die Sendung ist vorbei. Jetzt kommt nichts mehr. Schaltet mal ab jetzt. Ja, Blume.